What's up? Hey meine Lieben, es ist wieder so. Es ist Sarah Time! Ja, wir kommen gerade nach Hause. Ja. Yep. Und mein Schatz ist wieder mit mir in Günzburg City. Yes. Ihr habt immer gefragt, ich soll meine Abendroutine machen. Und abends ist aber immer mein Schatz bei mir. Und deswegen machen wir heute eine gemeinsame Abendroutine und zeigen euch, was wir so alles machen, bevor wir ins Bett gehen, mit allem drum und dran. Auf jeden Fall, Leute, was das allererste ist, wenn wir nach Hause kommen, ist... unseren Jogginganzug anziehen. Oh, yes. Ja, ist schon viel chilliger, oder? Ja. So. Ich bin noch voll mein aufgedreht. Mein erster Move, Couch. Hallo, und ich bin voll aufgedreht und ich kann noch nicht schlafen. Next Station. Peace. Sofa. Hallo, ihr müsst mitkommen, Leute. Hello. Kennt ihr den übrigens schon? Das ist mein Donner-Buddy. Wenn wir daheim sind, wir schauen eigentlich immer noch einen Film an. Meistens... einer geht immer. Einer geht echt immer. Und ich habe irgendwie alles runtergeladen, was man runterladen kann. Und das ist Netflix und... Maxdome. Und jetzt funktioniert es nicht. Schatz, das funktioniert nicht mehr. Du hast es noch nie geschafft. So, jetzt 1,5 Stunden Film und währenddessen gibt es von mir jeden Abend, ohne Witz, Tee. Also die ich Frau find, ist teesüchtig. Ja, aber ich finde, man hat mir immer gesagt, wenn man abends einen Tee trinkt, kann man besser schlafen, Schatz. Mhm. Und ich fühle mich immer wie, als wäre ich eine Wärmflasche. Magst du einen Tee? Nein. Jetzt kommt die Teesuchti, Sarah, ja. Meine geile Teekasten, oder wie das heißt. Ja, und abends gibt es bei mir meistens sowas, so Salbei. Wenn Domi Tee trinkt, dann trinkt er nur sowas. Aber er will keinen, aber er kriegt trotzdem einen. Und er muss ihn auch trinken. Danke, Schatz. Time. Merci. So, was schauen wir an? Jeden Abend verbringen wir ca. 32 Minuten und 25 Sekunden im Durchschnitt, um den passenden Film zu finden, ne? Ist echt nicht einfach, Leute. Vor allem, wenn du schon mehr als die Hälfte gesehen hast. Hey, kommentiert mal hier drunter und gebt mal ganz viele Vorschläge, was gute Horrorfilme sind, was gute Filme sind, die wir unbedingt anschauen müssen. Vielleicht sinken wir dann mal unseren Durchschnitt an Filme suchen. Ja. Good idea. So. Ich hab einen. Hast du einen? Ja. Okay, wir gucken jetzt. Der hat einfach eine Bewertung von 2,5 Sternen. Aber okay. Vom Zähneputzen? Ja, vom Zähneputzen nimm ich das nochmal. Ein Moment bitte. Warte. Also vom Zähneputzen nimmst du immer Nein, jetzt voll in meine Hände. Zähne sind geputzt. Ja, und jetzt kommt natürlich das Schlimmste. Ich muss mich abschmecken. So, als allererstes muss ich meine Wimpern runter machen. Und wisst ihr was? Mein Freund hat die krasseste... Hallo, was machst du schon? Du musst erklären, was du machst. Ich bin fertig. Mein Schatz freut, er hat immer mega Spaß daran, meine Wimpern runterzumachen. Er macht echt jetzt, Spaß. Er macht es immer runter. So. Da, du darfst. Auf die Plätze erklärt. War ja auch los. Das ist eklig, Leute. So, das machen Wimpern aus.
Was machst du schon wieder? Zum Abschminken nehme ich, weil ich es einfach liebe. Ich liebe es. Es ist von Maybelline Yardi und ich habe wirklich schon vieles ausprobiert und das ist einfach das Beste, okay? Augen-Make-up-Entferner. So, um das Gesicht zu reinigen, habe ich von Dermalogica. Das ist eine, das ist so eine Art Pulver. Und wenn ich das mit Wasser in Verbindung bringe, wird es so cremig und man kann damit sein Gesicht reinigen. Das ist so Pulver. Das tue ich so in die Hand. Siehst du, das magst du das auch mal ausprobieren? Also willst du mich eigentlich? Leute, er hat einfach aus der Hand geschlagen. Hey Schatz, ich find's jetzt gerade echt immer witzig, ey. Warum? Für den Abend, meine Lieben. Nehme ich von Dermalogica dieses Pulver, okay? Und tu es mir wieder in die Hand. So. Ein bisschen Wasser dran, ne? Okay, reib das ein und tu es mir ins Gesicht schmieren. Ich hab schon Angst, was du hinter mir machst. Bin ich clean. Erkennst du mich noch, Schatz? Ja. Hi, ich bin Sarah Novak. Echt? Deine Freundin. Wow. So, bevor ich jetzt mein Gesicht eincreme, er schläft mittlerweile schon, ich glaube, es dauert ihm alles zu lang, möchte ich euch zeigen, schaut mal, was da an Make-up runterkommt. Also Mädels, schminkt euch jeden Abend ab, das ist echt so schlimm für die Haut. Ja, zum Eincremen nehme ich die ganz stinknormale Nivea-Creme, weil ich sie einfach mag. Die gibt der Haut am Abend richtig viel Feuchtigkeit. Und ich weiß, viele sagen jetzt, das ist so eine Scheiß-Creme. Aber ich liebe sie und ich will meiner Haut gar nicht was anderes tun, wenn die nicht mehr verlangt und nicht mehr braucht. So. Oh, die ist so geil fettig, ey. Haare muss ich noch kämmen. Normalerweise guckt er mir nicht immer jeden Abend zu. Aber heute habe ich ihn dazu verpflichtet, auf mich zu warten. Und dann mache ich wieder meinen Dude. Mein Sarah Novak Dude, gell? Der geht so übrigens. Einmal durchziehen, zweimal durchziehen und festziehen. Das ist cool. Komm ins Bett. Ins Bett. Warte, ich will mich wieder ins Bett schnipsen. Komm. Ich auch. Eins, zwei, drei. Wir gehen jetzt schlafen und eine Kleinigkeit muss ich euch noch erzählen. Was ist denn die Kleinigkeit? Ich muss euch mal was ganz Süßes erzählen. Und zwar immer bevor wir schlafen gehen, geben wir uns noch einen... Gute Nachtkuss. Ein guter Nachtkuss. Das haben wir eingeführt. Egal, wie was wir für Laune haben, ob wir uns anzicken, ob wir... streiten, ob wir uns lieb haben oder. Geben wir uns jeden Abend. Ja. Schlaf gut. Like natürlich unser Video und schaltet wieder ein, wenn es wieder soweit ist.